In diesem Video heute soll es um einen weiteren Umbau in meinem Fischraum gehen. Ich hatte das in der letzten Fischraumtour ja angekündigt, dass ich so einige Aquarien hier verändern wollte. Unter anderem das Aquarium hinter mir, wo ich mich jetzt extra vorgesetzt habe, um da nicht so zu viel vorwegzunehmen. Und genau, das handelt sich hierbei um den Cube, wo ich meine Perlenwerblinge drin gehalten habe. Da gibt es auch schon eine Reihe Videos zu, vor allem zu den Perlenwerblingen, die dann auch da eingezogen sind und so weiter. Und das Aquarium, das war jetzt wirklich, wirklich lange hier aktiv. Und also da muss ich sagen, wirklich mehrere Jahre. Und vor allem der Pflanzenwuchs da drin hat mir immer super gut gefallen. Die ganzen tollen Kryptokorynen, die da drin waren. Und ihr hört schon, drin waren. Ich habe wirklich mich entschieden, das Aquarium komplett zu verändern und da was ganz Neues draus zu machen. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr gleich auch. Ich habe mir wieder einen Namen überlegt für das Aquarium, was ich hier jetzt eingerichtet habe. Und zwar soll das ganze Urwald-Aquarium heißen. Vielleicht wird ja der ein oder andere dann auch erkennen, warum Urwald-Aquarium meines Erachtens wirklich passt. Ich werde das Ganze heute zeigen vom Abbau des alten Aquariums. Ihr wisst, dass ich das immer ganz gerne mache. Ich finde, das gehört so dazu. So ein Aquarium, wenn das so lange stand und so super gelaufen ist, hat es meines Erachtens irgendwie auch verdient, dass man nochmal zeigt, wie das aussah und wie man das Ganze abgebaut hat. Das ist auch immer gar nicht so ganz einfach. Also ne, man muss dann natürlich in erster Linie nur alles rausrupfen, aber was macht man dann mit den ganzen Pflanzen und mit den Fischen und so weiter? Das seht ihr also in diesem Video und wie ich das neue Aquarium aufgebaut habe. Der Besatz, der steht schon fest und das wird in einem separaten Video dann thematisiert werden von mir. Und das wird dann noch folgen, wahrscheinlich nächste Woche dann. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Denkt nochmal dran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten und Daumen nach oben zu geben. All das, ihr habt so viele Verpflichtungen. Macht es einfach, das ist total super für mich und ich habe da super viel Spaß dran. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Schauen des Videos. So, das ist also jetzt hier das Perlhuhn-Werbling-Aquarium, wie das echt lange stand. Na, man sieht, das ist auch im Moment sehr zugewuchert. Ich habe da jetzt längere Zeit die Kryptokorüne nicht zurückgeschnitten, die hat so richtig schöne Blätter nach oben gebildet und so einen ganz dichten Bestand hier ausgebildet. Und ich sag nochmal ganz kurz, das Aquarium wird über so einen Rucksackfilter gefiltert, der mit biologischem Material hauptsächlich gefüllt ist. Und diese Rucksackfilter sind echt total super geeignet für diese Aquarien, da habe ich tolle Erfahrungen mitgemacht. Ich mache immer so einen großen Schwamm über den Ansaugstutzen als mechanische Filterung, das heißt im Prinzip muss man nur diesen Schwamm ab und zu mal sauber machen, wenn der Durchfluss nachlässt. Im Filter selbst mache ich eigentlich nie was sauber. Die Efeutute habe ich mittlerweile auch in diesem Aquarium. Grundsätzlich möchte ich ändern hier alles, aber vor allem auch den Bodengrund. Der ist nämlich sehr, sehr hoch hier und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass das Aquarium gut und stabil gelaufen ist. Allerdings möchte ich gerne den ein bisschen niedriger halten. Die Fische, die jetzt hier noch drin sind und auch die Garnelen, die blauen Zwerggarnelen, die ziehen in das Asien-Aquarium um. Das sind nicht mehr viele, ne? Also es sind Perlenwerblinge, glaube ich, noch 4 Stück mittlerweile. Und dann haben wir noch 2 Rosi-Zwergschmellen, die hier einziehen werden. Und die blauen Zwerggarnelen, den ganzen Stamm. Da muss ich also ordentlich fleißig sein und die da alle rausfangen. Das ist immer ein bisschen Aufwand. Das ist aber jetzt nicht der neue Besatz fürs Asien-Aquarium, den ich geplant habe, sondern das ist jetzt einfach wirklich, dass die Tiere da noch ein gutes Leben führen können. Das sind sehr wenig Tiere und dementsprechend kommen da noch andere Fische auch rein in das Asien-Aquarium. Beim Rausnehmen des Wassers für den Fang der Garnelen habe ich direkt schon welche erwischt, weil die sich häufig oben in den Pflanzen aufhalten. Und ich fange diese Garnelen jetzt erstmal aus diesem voll eingerichteten Aquarium raus, einfach damit ich nicht zu viele Trübstoffe habe. Wenn ich jetzt die ganzen Pflanzen schon rausreißen würde, dann würde ich schon nichts mehr sehen in dem Aquarium. Und deswegen so nach und nach, ich habe noch einen zweiten Behälter jetzt aufgestellt, weil ich diese Gelegenheit auch nutze, um ein bisschen zu selektieren. Das heißt, die etwas farbloseren Tiere kommen in den kleinen Behälter, die gebe ich dann ab und die farbigen, kräftigen Tiere, die kommen rechts in den Behälter und die nehme ich weiter für die Vermehrung dieser Art. Man sieht auch links ist so eine ganz durchsichtige Garnele schon mit dabei, das passiert bei Neocaridina, wenn man sie lange nicht selektiert, hier links ist das Tier zu sehen. Und das ist auch der Grund dafür, warum man selektieren sollte. Und hier sieht man einfach wirklich diese dunklen Garnelen, dunkelblau. Und das ist das, was ich hier mit dem Stamm verfolge und was ich da haben möchte. Und dementsprechend ist so eine Gelegenheit natürlich toll, um hier zu selektieren.
Und ich habe sie jetzt hier schon eingesetzt in das Asien-Aquarium und ich finde, die machen sich ganz gut hier mit dem blauen Ton. Klar, schwarzer Bodengrund war aber vorher auch so und blaue Garnelen, man sieht die kaum. Aber auf den Drachensteinen, finde ich, sieht das total klasse aus, die blauen Garnelen. Das macht einen schönen Kontrast und auch mit den Amano-Garnelen ist es eigentlich kein Problem. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Da tut sich nicht viel. Fangmethode: Fische aus einem voll eingerichteten Aquarium fangen. Ich habe das schon oft erzählt. Kescher schräg gegen die Scheibe stellen vorne und dann mit der Hand die Tiere in das Netz führen. Ne, geht jetzt hier um die Perlhuhn-Bärblinge und die Rosi-Zwergschmellen. Und man muss ein bisschen Geduld haben. Man hat gerade schon gesehen, einer ist wieder vorbeigeschwommen. Also gehe ich nochmal hinten durch und führe die quasi so im Kreis nach vorne in die ja so dann aufgestellte Falle. Das ist nochmal wirklich ein Tipp von mir und dann echt sehr ruhig bleiben dabei. Nicht hektisch werden, sondern langsam da reintreiben, auch dann den Kescher langsam vorne an die Frontscheibe schließen und ganz entspannt nach oben ziehen. Und so hat man dann eigentlich echt einen ganz guten Erfolg. Ich mache das dann mehrmals, bis ich dann die Tiere hier auch habe. Auch hier nochmal, ne? Meines Erachtens eine sehr schonende Fangmethode und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, möglichst viele der Tiere jetzt hier auf diese Art und Weise vorher schon mal rauszunehmen. Und ich glaube, es ist nachher eine Rosi-Zwergschmerle übrig geblieben, die sich auf diese Art und Weise nicht hat fangen lassen. Ihr seht, hier ist nur eine drin. Und dementsprechend habe ich die dann einfach drin gelassen und nachdem ich die Gegenstände alle rausgeholt habe, dann nachher noch zwischendurch gefangen. Das ist hier so diese Wurzeleinrichtung, die ich da drin hatte, die ist unten so abgeschnitten. Ich fand die damals ganz schön. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich tatsächlich dieses Aquarium ja sehr rudimentär eingerichtet damals. Das war als Zuchtbecken gedacht für Apistogramma ganz zu Beginn. Und daher stammt auch immer noch diese Einrichtung hier. Was ich jetzt hier mache, ist einfach zwischendurch immer noch Garnelen fangen. Und ich habe da keinen besonderen Tipp, sondern wirklich Geduld. Ne? Also man sieht immer wieder welche. Und so nach und nach habe ich die dann hier rausgefangen und bin mir relativ sicher, dass ich fast alle Tiere erwischt habe am Ende. Aber das braucht einfach Geduld. Ja, und dann geht es hier daran, die Kryptokoryphen zu entfernen. Tolles Wurzelwerk, tolle Blätter, sehr gesundes Wachstum meines Erachtens. Aber die wachsen hier auch echt jahrelang drin. In diesem hohen Bodengrund hat sich viel Mulm gebildet, auch wenn ich den zwischendurch mal durchgemulmt habe, aber eben nicht zu viel. Hier ist noch so eine ganz kleine, die ich gefunden habe. Keine Ahnung, wie die heißt, aber es ist eine andere mit so ganz schmalen Blättern. Und dann eben diesen große Hammerschlag-Kryptokoryphe. Die einfach wahnsinniges Wurzelwerk ausgebildet hat. Und das ist jetzt hier der Eimer voll. Die Pflanzen werde ich eventuell nochmal irgendwo anders einsetzen. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau. So, dann wollte ich ein bisschen Bodengrund rausnehmen und das mache ich einfach, indem ich den absauge. Immer meine bevorzugte Methode, also nicht irgendwie mit einer Schaufel rausholen, ne? Dann saugt man den in den Eimer, dann hat man da irgendwann zu viel Wasser drin, das Wasser kippe ich ab und dann sauge ich nochmal den Bodengrund hier rein. In dem Fall jetzt so lange, bis nur noch so viel Kies im Aquarium ist, wie ich das haben möchte. Und dann reinige ich natürlich jetzt an der Stelle auch diesen Cube. Das ist immer eine schöne Gelegenheit für eine wirkliche Grundreinigung, wenn da nichts im Weg ist. Und ich nutze dafür Filterwatte. Das mache ich eigentlich immer so. Das ist ein ganz tolles Material, um alles eigentlich abzukriegen, was da so dran ist. Und dann habe ich mich hier entschieden, den Bodengrund komplett durchzumulmen, um da wirklich auch neu starten zu können. Und nutze dafür meine Mulmglocke. Hintergründe dazu habt ihr auch schon mal ein Video von mir gesehen. Und ihr seht vorne, dass ich immer den Durchfluss so über ein Knicken des Schlauches regel und man sieht auch den Effekt direkt, ne? Also man saugt den Kies hoch mit dem Dreck und dem Mulm, dann knickt man ab und das Ganze fällt wieder zurück. Und ich wollte es eben möglichst sauber haben an der Stelle. Der Filter soll natürlich unangetastet bleiben während so einer Umgestaltung. Weil ich jetzt hier viel Wasser rausnehme, muss ich den ganzen Filter deaktivieren. Und ich mache das so, dass ich dann einfach dieses Rohr da rausnehme, damit weiterhin durch die Pumpe, die hinten in dem Rucksackfilter drin ist, Wasserbewegung in dem Filter ist, sodass die guten Bakterien weiter mit Nährstoffen versorgt sind. Bei diesen Aquael-Rucksackfiltern ist es so, dass dann dass die Pumpe sehr viel Luft saugt und deswegen muss ich einen Korb so hochstellen, das ist sicherlich nicht optimal. Ich habe da immer mal wieder Wasser reingekippt, um die Bakterien am Leben zu halten. Aber der Filter läuft so die ganze Zeit durch. Ja, und das ist jetzt dann schon der Punkt, wo ich mit der Neugestaltung beginnen kann, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Und mein Plan war es jetzt hier mit diesem Holz, das müsste Talava Wood sein,
Was ich noch nie benutzt habe, aber wunderschön finde. Aber in der Einrichtung des Baumstamm-Aquariums beim Gregor von Aquadesign Black Forest, da habe ich das schon mal benutzt und da habe ich das lieben gelernt. Ich finde die Form einfach total klasse. Und ich habe mir hier vorgestellt, dass diese Wurzeln wirklich so von oben in das Aquarium reichen und sich Unterstände für die Fische bilden. Ich aber am Bodengrund die ohnehin geringe Grundfläche eines solchen Cubes nicht zu sehr einschränke. Und habe da ein bisschen rumgespielt, hatte drei Wurzeln zur Verfügung, habe mich am Ende aber nur für zwei entschieden, weil ich das voll genug finde. Und das Tolle ist jetzt hier an der Stelle, dass ich einen sehr schönen immersen Teil auch habe. Und da wisst ihr, dass ich da mittlerweile großer Fan von bin. Und das ist im Prinzip das, was ich da jetzt so mache. Das sind zwei Wurzeln und damit die stabil zusammenhalten, wende ich jetzt hier zu Hause auch das erste Mal diese Klebetechnik an. Das ist einfach Baumwolle, unbehandelte Baumwolle aus dem Supermarkt. Und dann nutze ich da so einen Gelkleber, Sekundenkleber. Wichtig ist, wie heißt das? Cyanacrylat, glaube ich, Basis, dass da nichts passieren kann. Und ich hätte das ein bisschen anfeuchten müssen, das habe ich vergessen an der Stelle. Aber es hat auch so wunderbar funktioniert. Das Ganze geht eine Verbindung ein, die dann steinhart wird und diese Wurzeln sehr, sehr schön zusammenhält an der Stelle. Und auch wenn ich die später mal wieder auseinandernehmen möchte, ist das jetzt kein Zusammenhalt, den man nicht auch wieder aufbrechen könnte. Ne? Also das ist auch kein Thema, das dann wieder zu verwenden. Ich bestreue das Ganze mit ein bisschen Sand. Sand deswegen, weil einfach die Farbe ungefähr mit dem Holz zusammenpasst, um diese Klebestelle möglichst natürlich erscheinen zu lassen. Allerdings sieht man die nachher sowieso nicht, weil ich da noch mit Moos arbeite, um das Ganze dann auch wirklich zu kaschieren und zu verdecken, sodass man es nicht mehr sieht. Dann habe ich mir vorgestellt, unten in dem Bereich mit schwarzer Lava zu arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit schwarzer Lava. Ich finde die rote einfach nicht so schön. Und schwarze Lava zeichnet sich einfach dadurch aus, dass sie das Wasser nicht aufhärtet. Und für den Besatz, den ich hier drin habe, ist das wieder wichtig, dass ich kein aufgehärtetes Wasser habe. Und deswegen fällt meine Wahl so häufig darauf. Und ich finde es einfach auch sehr, sehr schön. Ich habe also unten, wo die Wurzeln an den Bodengrund ragen, dann jetzt mit dieser schwarzen Lava gearbeitet. Jetzt mache ich so ein bisschen Detailarbeit noch mit etwas kleineren Bruchstücken, die ich setze, ne? Also nicht nur hinschmeiße, sondern auch setze. Das ist immer so, ne? Schmeißt man sie hin, wirkt sehr natürlich auf jeden Fall, aber diese Größe der Bruchstücke wollte ich noch gezielt setzen und dann habe ich aber auch noch kleinere Bruchstücke genommen und die einfach ja so reingestreut und dafür gesorgt, dass man da eben noch schöne Übergänge unten hat. Und das ist dann jetzt schon das Endbild des Hardscapes an der Stelle. Und mir gefällt das total gut. Also ich finde, das passt sehr, sehr schön in die Form dieses Cubes. Und ich mag das Holz wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das reagiert in Bezug auf Abgabe von Huminstoffen und Bakterienrasen und so weiter. Das werde ich beobachten. Und dann ging es auch schon an die Bepflanzung und hier bleibe ich mir treu. Ganz klassisch sehr einfache Pflanzen, Anubias, die ich stecke in Lücken und die ich klebe, da wo keine Lücken vorhanden sind. Ich habe mit der Klebetechnik keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es gibt immer wieder auch Aussagen, dass die Pflanzen dadurch beschädigt würden, was mir aber noch nie aufgefallen ist. Oder dass diese Klebestellen vielleicht unschön wirken können. Aber da sind ja die Pflanzen drüber im Optimalfall. Insofern mache ich das eigentlich ganz gerne. Und für den Bodengrund habe ich mir noch die kryptogrüne Pava aus meinem damaligen Kampfischbecken genommen und die unten reingesetzt. Die wächst bei wenig Licht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das hier über einen langen Zeitraum dann auch funktioniert. Die wächst halt super, super langsam. Zwischendurch besprühe ich das Ganze natürlich mit Wasser, damit jetzt hier die Pflanzen nicht auf dem Trockenen bleiben, sondern immer schön befeuchtet sind. Und auch die Farbänderung der Wurzel finde ich dann klasse, weil die noch ein bisschen dunkler wird. Ja, und dann habe ich mir Moos wieder aus meinen Zuchtaquarien geklaut und befestige das an der Wasserlinie, also an der zukünftigen Wasserlinie. Das wird so der Übergang von Submers zu Emers, also von Unterwasser zu Überwasser. Das Moos wird also durch das Wasser noch feucht gehalten von unten, soll aber dann hoffentlich auch so ein bisschen nach oben rauswachsen. Ich habe noch überlegt, ob ich die Wurzel auch mit einer kleinen Pumpe, wie ich das im Uferaquarium gemacht habe, von oben auch befeuchten soll. Ich habe mich bis jetzt noch dagegen entschieden, auch bis zum Ende des Videos. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal nachinstallieren, weil das einfach den immersen Teil deutlich besser wachsen lässt. Und insofern wird das vielleicht nochmal passieren, das weiß ich aber noch nicht genau. Na, also ich habe jetzt hier ordentlich Moos eingebracht an der Wasserlinie,
um das Ganze natürlich aussehen zu lassen. Obendrauf kommt dann noch ein bisschen Landmoos. Ich habe jetzt hier was geklaut aus den anderen Aquarien. Und ich glaube, dass ein Geheimnis für keine Schimmelbildung ist, dass in diesem Landmoos immer auch so Kleinstlebewesen sind, die das verhindern. Aber das ist nur eine Theorie. Ich habe keine Ahnung, ob das damit wirklich zu tun hat. Ich kann nur sagen, dass ich noch nie Probleme mit Schimmelbildung an der Wasserkante hatte, an den Wurzeln. Und insofern hat das bisher immer funktioniert, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Leitungswasser reingegeben und der Rest wird mit Osmosewasser aufgefüllt. Hier meine Nachfüllkonstruktion mit dem Schwimmer, ne? Wenn der nach oben geht, stoppt er den Wasserfluss. Da muss man da nicht so arg aufpassen. Ich stelle mir trotzdem einen Timer und versuche dran zu denken und so weiter. Das Ganze dauert ein bisschen länger. Und dann konnte ich auch endlich den Filter, den ich wie gesagt immer wieder befeuchtet habe, wieder zum Laufen bringen. Dafür steckt man den einfach wieder zusammen. Und dann zieht er da unten das Wasser raus. Wenn oben zu wenig Wasser drin gewesen wäre, war jetzt nicht, weil ich immer wieder nachgefüllt habe, dann muss man da oben Wasser reinkippen, damit er läuft. Ja, und dann konnte ich das eigentlich ganz gut machen. Ich habe dann nochmal viel Wasser rausgenommen und noch nachbepflanzt. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil es auch wieder nur kleben ist. Aber ihr seht jetzt schon, dass die Wurzeln noch deutlich dichter bepflanzt sind. Und das war auch mein Ziel. Ich habe noch Buzephalandrin und noch mehr Anubias gesetzt auf diese Wurzeln, weil ich einfach wirklich, und unten auch auf die Steine, weil ich einfach wirklich so eine schöne, natürliche, grün bewachsene Wurzel darstellen möchte, die in das Wasser rein ragt, ne? Und Urwald-Aquarium deswegen, weil wir auch im Urwald häufig so epiphytische Pflanzen und Bäume mit Moosen haben, die da so runterragen. Und auf Wurzeln sind Moose, die sich dort bilden und kleine Aufsitzerpflanzen. Und deswegen finde ich den Begriff Urwald-Aquarium an der Stelle ganz passend. Ich habe hier noch Bulbitis deformis eingesetzt, auch an die Wasserkante, weil das eine Pflanze ist, die gerne über Wasser-Emers wächst und weniger gut unter Wasser. Also da hoffe ich ja mal, dass die dann sich dort auch hält, wie in meinen anderen Aquarien bisher auch. Eine sehr langsam wachsende Pflanze, aber vielleicht ergibt sich da irgendwann was. Ja, das ist jetzt hier so der Stand der Dinge. Ich werde vielleicht irgendwann diese abgeschnittenen Holzstellen nochmal kaschieren mit Pflanzen, das weiß ich noch nicht genau. Ja, und ich finde auch hier hat sich so eine gewisse Tiefenwirkung ergeben, dadurch, dass unten der Bodengrund ja fast frei ist, ne? Da liegen jetzt ein paar Steine so wegmäßig nach hinten und die Wurzeln werden hier nach oben hin schmaler und dichter und hier haben wir aber einen tollen Unterstand für die Fische, die dann da einziehen werden. Das kommt aber dann erst im nächsten Video. Und das, was ihr jetzt hier seht, ist im Prinzip das Endergebnis, ne? Und ich finde es total klasse. Ich habe mich jetzt hier mal für schwarzen Bodengrund mit schwarzer Lava entschieden. Ich habe das in anderen Aquarien ja anders. Das ist immer eine Geschmackssache. Mir gefällt dieses Dunkle mit dem Wurzelholz und den grünen leuchtenden Pflanzen darauf sehr, sehr gut. Ja, das ist jetzt mein neues Urwald-Aquarium. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Zum Beispiel das Video zum Besatz dieses Aquariums. Und ich sage jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.